Hallo miteinander. In dem heutigen kurzen Video zeige ich, wie man mit Hilfe von ABAP einen Registry Key auslesen kann. Als Beispiel will ich heute wissen, welche Excel-Version auf meinem Windows-Rechner installiert ist. Ich habe mir dazu dieses kleine Programm angelegt und beginne mit der Variablendeklaration. Das machen wir inline lv Excel-Version. Ist gleich, gebe ich mal ein Template, dann try und hier verwende ich eine Klasse und zwar gehe hier auf ABAP Objects Pattern und gebe hier die Klasse CL GUI Fronted Services ein und die Methode, die ich verwende, ist die Registry Get Value. Dann klicke ich hier auf OK. Dann wird mir das Muster von diesem Methodenaufruf übernommen. Ich benötige hier als Exporting-Parameter nur Root und Key. Die anderen Parameter lösche ich weg und das Importing übergebe ich hier bei RegValue unsere angelegte Variable, Excel-Version. Als Root übergebe ich hier 0, das bedeutet folgendes, A-Key, Classes, Root und den Key, den ich suchen will für meine Excel-Version, der lautet excel.application/current.Version. Die Exceptions lösche ich weg und auch die Abfrage auf SUSE-UPC. Und die Variable, die will ich dann ausgeben mit write lv excel Version. Machen wir noch den Catch-Block. Catch root into data. Und end try. So, pretty print. Prüfen den Code. Es gibt keine Fehler, dann aktivieren wir den Code. Und wenn wir diesen jetzt ausführen, sollte eigentlich eine Excel-Version zurückgeliefert werden. Ja, genau. Man sieht hier Excel Application und 16. Ich kann das auch gleich hier vergleichen. Ich habe meine Registry geöffnet. Man sieht hier hinter dem Key Classes Root Excel Application und Current Version. Wird hier die Version 16 zurückgeliefert. Es gibt hier auch mehrere Rückgabewerte für Excel 97. Wird zum Beispiel 8 zurückgeliefert. Kopiere ich mir das gleich. Für Excel 2000 wird 9 zurückgeliefert, für Excel 2002 10, 2003 11, 2007 dann 12, für 2010 14, 2013 15 und ab 2016 wird hier 16 zurückgeliefert. Einen kleinen Nachteil hat diese Abfrage, denn ab der Version 2016 wird dieser Key in der Registry nicht mehr abgedatet, sprich, wenn ich jetzt die Excel-Version 2019 verwende, wird hier auch 16 zurückgeliefert oder ich habe auch aktuell keine Möglichkeit festzustellen, ob
Office 365 verwendet wird. Man kann aber mit dieser Variante feststellen, ob sehr alte Excel-Versionen installiert sind am Client und man kann die Ausführung des ABAP-Programms dann verhindern. Oder dem User eine Mitteilung geben, die Excel-Version doch bitte abzudaten. Ja, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so ist, abonniert meinen Kanal, schaut euch das eine oder andere Video daraus an. Würde mich freuen, wenn wir uns bei dem nächsten Video wiedersehen. Ja, und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.